Ja, ich habe mein Medizinstudium in Hannover angefangen, habe während des Medizinstudiums zunehmend gemerkt, dass mir die manuellen Seiten der Medizin mehr lagen als die intellektuelle Auswertung, würde man sagen, von Laborwerten etc. Ist der Christoph hier, Weser? Wir sind gestartet auf die A7, Bellendorf, 03031, sag mal schön. Das der NDF läuft, ja? NDF läuft. Bin dann in die USA gegangen, habe da unter anderem in einem Schock-Trauma-Zentrum gearbeitet, einfach um für mich individuell herauszufinden, ob ich den Belastungen überhaupt gewachsen bin, ob ich da wirklich auch unter andauernder Maximalbelastung noch Lust zu haben oder ob ich den Eindruck gewinne, dass ich schnell das Handtuch werfe. Sie hat das Handtuch nicht geworfen, sondern sie hat mit Zähigkeit und Tatkraft ihr Ziel erreicht, hat ihre Aufgabe als Chirurgin und Notärztin gefunden. Wenn meine Stelle nicht von mir, sondern von einem Arzt besetzt worden wäre, wäre das weniger spektakulär gewesen, einfach weil ich für unser Rettungsmittel als erste Frau da bin und es auch in dem hiesigen Umkreis bekannt war, dass auf den Rettungsmitteln der Medizinischen Hochschule halt keine Frauen waren. Im Kleinen wie im Großen. Hilfe im Unglücksfall ist Teamarbeit. Hilfe bei einer Katastrophe bedeutet Zusammenwirken vieler Menschen in den Organisationen des Katastrophenschutzes, Männer wie Frauen. Man muss sicherlich davon ausgehen, dass auch in Zukunft diese Gesellschaft einen ganz hohen Versorgungsstandard fordern wird. Wenn man den ideal gestalten will, dann braucht man dafür sicherlich Profis, die sich da rund um die Uhr mit beschäftigen. In einer Katastrophe werden wir nicht ohne gut trainierte ehrenamtliche Helfer zurechtkommen können. Ein Appell, dem man nichts hinzufügen muss. Höchstens die Feststellung, Frauen bewähren sich im Katastrophenschutz. Die Crew des Christoph 12 setzt sich zusammen aus Notarzt Dr. Peer Knacke, Rettungsassistentin Esther Timm, Pilot Polizeihauptkommissar Heiner Wolgast und Co-Pilot Polizeihauptkommissar Volker Krause. Wir befinden uns auf dem Flug nach Lübeck-Stockelsdorf. Der Verdacht auf Herzinfarkt einer Bewohnerin eines Seniorenheimes macht die Anwesenheit des Flugrettungsteams notwendig. Entfernung 16 Kilometer, voraussichtliche Flugzeit 6 Minuten. Ja, dieser Hubschrauber hier wird im Landkreis, wie jeder andere Hubschrauber auch, einerseits als primäres Rettungsmittel eingesetzt. Das heißt, wenn wir schneller als ein bodengebundenes Rettungsmittel am Einsatzort sind. Das Ganze in einem Radius von ca. 50 Kilometern. Es ist, wie gesagt, ja ein Landkreis und da gibt es eine geringere Notarztdichte, sodass wir häufig als Erste am Einsatzort sind. Ergänzend werden wir auch von Notärzten nachgeholt für Transporte über weitere Strecken. Verkehrsunfälle auf Inseln oder ähnliches, auch das ist ein Einsatzspektrum, was wir abdecken. Also als, wir nennen es Postprimäreinsatz, ein Einsatz, nachdem ein Notarzt bereits versorgt hat, also einen unversorgten Patienten verlegen in eine Klinik. Christoph 12, Tim. Hallo, Holger. Der hilft nicht. Wir müssen. Wir sind abkömmlich. Der Hubschrauber ist ein sehr schnelles Rettungsmittel und das heißt eigentlich nur, einen Notarzt schnell zum Einsatzort zu bringen. Das ist das Ziel. Und zweites Ziel ist dann, in wenigen Einsatzfällen Patienten zügig in eine Klinik bringen. Ja, ich glaube, wir sind sowieso gleich da. Wir sitzen im Polizeiauto. Wir fahren zum Hubschrauber und fliegen sofort nach Pönitz. Gut, tschüss. Wir verstehen uns auch als ergänzendes Rettungsmittel. Bodengebunden gibt es ein Netzwerk von Rettungswachen und notarztbesetzten Standorten. Und der Hubschrauber wird ergänzend eingesetzt. Wenn ein Notarzt gebunden ist und in dem Bereich findet ein Notfall statt, dann fliegt der Hubschrauber in diesen Bereich. Sodass wir auch in eine Stadt fliegen, wo ein Notarzt eigentlich sein müsste und der ist gebunden. Dann bei uns um die Ecke ist es Lübeck. Dann landen wir am Holstentor und versorgen, obwohl Lübeck dicht gepflastert ist mit Ärzten. Rauscht das irgendwie? Nee. Das tut es nicht. Wir machen jetzt erstmal ein EKG bei Ihnen, um abzuklären, ob da wieder was am Herzen ist. Ne? Und mitnehmen werden wir Sie auf jeden Fall, das ahnen Sie schon. Ne? Ja. Kannst gleich braunes Pflaster dazugeben. Kannst immer über die Elektroden rüber, sonst halten die überhaupt nicht. Ja, es gibt gutes Weißes, geht auch. Gutes Weißes geht auch. Der über 80 Jahre alte Patient wird mit dem RTW ins Krankenhaus gebracht und von Dr. Peer Knacke begleitet. Manuela Uhlich ist Pilotin bei der Bundespolizei. Ihr Auftrag heute? Rettungshubschrauber Christoph 7 fliegen. Wie jeden Morgen rollt sie bei der Fliegerstaffel in Fuldatal die Maschine aus dem Hangar und telefoniert anschließend mit Notarzt und Rettungsassistenten.
Vom Wetter her ist es noch ein bisschen diesig. Gut. Ihr Team wartet im Krankenhaus in Kassel. Sie sind schon oft mit ihr geflogen. Okay, dann melde ich mich kurz vor 8, ne? Okay, bis dann. Tschüss. Manuela ist 34 Jahre jung und Hessens erste Rettungspilotin. Ja, ich habe meine Besatzung angerufen, ob alle da sind, ob soweit auf der Station alles in Ordnung ist. Und jetzt können wir bei der Leitstelle anmelden und es kann losgehen. Kaum ausgesprochen, schon der erste Alarm. Jetzt zählt jede Sekunde. Manuela Uhlig muss erst zur Klinik fliegen, ihre Kollegen abholen. Denn die Beschwerden über den Hubschrauberlärm am Rotkreuz-Krankenhaus in Kassel nehmen immer mehr zu. Trotz dessen, dass die Retter von Christoph 7 erst ab 8 Uhr die Klinik anfliegen. Einzige Ausnahme, ein Alarm schon vor 8 Uhr, so wie jetzt. Nach 90 Sekunden ist Manuela in der Luft. 4 Minuten später landet sie die 5 Millionen Euro teure Maschine auf dem Dach des Rotkreuz-Krankenhauses. Eine Frau und ein Hubschrauber, das irritiert offenbar noch die Männerwelt. Deutschlandweit sind erst 5 Frauen im Rettungshubschrauber im Einsatz. Manuela hofft, dass es immer mehr werden. Es ist für Frauen nicht schwerer, die Ausbildung zu schaffen, als für Männer. Man muss fleißig sein und ehrgeizig, und dann schafft man das auch. Das Team ist echt klasse, also ich kann mich da auf jeden verlassen. Jeder unterstützt mich, macht schon Spaß. Zurück nach Kassel. 45 Jahre flogen Männer Hubschrauber. Jetzt immer mehr Frauen. Das kommt an, sagt Notarzt Dr. Brüggemann. Es lockert das Team auf jeden Fall auf. Im Moment natürlich eine Besonderheit bei uns, die erste Pilotin hier beim Christoph 7. Das ist schon was Besonderes, das mitzuerleben. Aber sie passt wunderbar ins Team.